Hallo, Servus. Ich wollte nur mal kurz ein kurzes Update geben für euch alle, weil wir uns jetzt schon recht lange nicht gemeldet haben. Ich glaube, das Letzte, was wir gesagt haben, ist, ja, wir fahren jetzt nach Hamburg und machen Defender Wellness. Insofern stimmt das auch und wir sind jetzt schon wirklich 4 Wochen da und es neigt sich schon alles dem Ende zu. Aber ich möchte jetzt mal kurz zeigen, was wir so alles schon gemacht haben. Ein paar Sachen haben wir wirklich gefilmt, was wir gemacht haben, aber diese Videos, die wir dann zusammenschneiden, das kommt entweder später oder wenn es nicht passt, vielleicht auch gar nicht. Aber ich glaube, in dem Rundgang jetzt wird sich doch ziemlich viel erklären. So, fangen wir mal im Motorraum an. Und zwar haben wir da die Servopumpe, die hinter diesem Rad sitzt, ausgebaut, mit neuen Dichtringen abgedichtet, weil die war ziemlich sicher undicht. Haben wir noch nicht probiert, ob das jetzt wieder dicht ist, aber sie ist auf jeden Fall wieder eingebaut. Da fehlt noch eine Rolle von diesem Roller. Das Lager ist nicht mehr das Beste, hat ein bisschen Spiel und da läuft eben der Keilriemen drüber. Das kommt auch noch neu. Dann hinten der Luftfilter ist ausgebaut, weil ein Schlauch vom Luftfilterkasten bis zur Ansaugung undicht geworden ist, also unten einen Riss hatte, was grundsätzlich nicht so tragisch ist, weil es eben vor dem Luftfilter ist. Aber dadurch, dass wir uns einen Schnorchel anbauen wollen, hier, macht es natürlich keinen Sinn, dann quasi die Luftansaugung höher zu legen und unten im Luftdings dann ein Loch zu haben. Ja, das ist jetzt der Schnorchel. Ich habe mich lange gewehrt, weil Schnorchel halt, finde ich, ist so ein Ding, das so viele Leute nur deswegen haben, weil es cool aussieht. Und das wollte ich irgendwie nicht unterstützen. Aber nachdem ich mir jetzt schon einige Videos im Internet angesehen habe über die Destinationen, die wir demnächst bereisen wollen, da es doch dort einige Flussdurchfahrten geben soll, habe ich mir doch gedacht, weil Dieselmotor mit Wasser sich nicht so gut verträgt. Also die Elektronik selber ist nicht höher gesetzt, also insofern ist es nicht eine sorgenfreie Komplettflutung des Fahrzeugs, aber es ist halt einfach, wenn ein bisschen was drüber schwappt, ist es so halt einfach viel besser geschützt. Dann wurde leider bei der Montage des Startermotors der Kraftstoffkühler ein bisschen zu stark gerüttelt und deswegen war der Kraftstoffkühler dann undicht. Der saß hier und liegt jetzt hier. Das war eine richtige Sauerei, weil es ist halt gefüllt mit Kühlmittel. Es stinkt und ist giftig. Und Diesel. Und dieses ölige Gemisch vom Diesel mit dem Kühlmittel war recht mühsam. Das klebt jetzt da unten überall. Aber ja, das ist so das, was im Motorraum gemacht wurde. Dann kommt noch eine neue Ventildeckeldichtung hier rundherum. Und das war es im Motorraum. Dann hier im Innenraum ist auch ein bisschen was anders. Da kann man durchschauen in den Bodenblechen. Die Bodenbleche haben wir rausgenommen, dass man da besser zum Rahmen dazu kommt. Dann wurde eben das Getriebe überholt. Das war ganz draußen und ist jetzt wieder ganz drinnen. Dann, wie ihr seht, die Türen, die Türverkleidungen unten, weil da unten an den Unterseiten von den Türen, da jeweils ist ein Defender bekanntes Problem, eben Rost. Das haben wir alles weggeschliffen und mit Rostschutzfarbe behandelt. Dann sind unsere Fenster in der hinteren Sitzreihe waren immer so schwergängig. Da haben wir den Filz getauscht. Und bei der Montage auf der anderen Seite ist mir das Fenster kaputt gegangen. Und für dieses kleine Fenster, es ist 14 mal 46 cm, möchte Land Rover original über 100 Euro. Deswegen liegt da schon eine Plexiglasplatte angezeichnet. Plexiglasplatte kostet 6 Euro und sollte den Job genauso gut tun. Wir haben auch geschaut, man kann Sicherheitsglas auch online nach Maß bestellen, aber da haben sie dann eine Lieferzeit von 2 bis 3 Wochen. Sonst hinten ist halt alles leer, aber hinten wurde nichts gemacht, weil wo nichts ist, kann auch nichts kaputt gehen. Dann hier weiter, hier wo das weiße Fleck ist, sitzt normalerweise der Dieselfilter, der da unten liegt. Und von dem Dieselfilter gehen eben 4 Leitungen teilweise zur Kraftstoffpumpe hinten im Tank und teilweise nach vorne. Und eine von diesen Leitungen, da ist leider hier unten, das sieht man nicht, da ist da unten nämlich diese 4 Dinge, die da rausschauen, da ist dieser Pin abgebrochen, wie wir das aus dem Tank rausgezogen haben. Tank liegt übrigens hier. Und diese Leitung kostet auch 76 Euro, aber man kann eben nicht nur diesen Anschluss da tauschen, sondern man muss die ganze Leitung tauschen. Ja, den Tank haben wir rausgenommen, damit wir eben da ganz viel Platz haben und den Rost beseitigen können, was auch wirklich gut war. Dahinter hat sich
einiges versteckt. Dann bin ich leider beim Schleifen vom Rost bin ich an diesen Gummi da von dem Gelenk an der Hinterachse gekommen. Und das Gelenk selber kostet 36 Euro, also noch verschmerzbar gewesen. Es war unglaublich viel Aufwand, weil es halt eigentlich vom Rost so zusammengerostet war. Aber ja, das heißt, das haben wir auch getauscht. Dann diese Bumpstops ebenfalls, die waren auch schon komplett durchgerostet. Aber ja, das ist alles nur Kleinkram. Aber wie ihr seht da hinten, es ist in einem echt guten Zustand jetzt. Also der ganze Rost, den haben wir abgeschliffen mit Rostschutzfarbe, zwei Schichten. Und die Woche kommt noch Unterbodenschutz drauf. Also das ist echt in einem super Zustand. Also die hintere Tür war am ärgsten befallen vom Rost. Da war hier, also dieses Blech, das normalerweise da geht, war da auch nochmal, aber das war komplett weggerostet. Das haben wir alles weggeschliffen. Dann auch da eben alle Löcher. Da oben auch, fehlt auch jetzt ein Stück von der Tür. Aber das ist alles im wahrsten Sinne des Wortes im Rahmen. Und, ja, also die linke hintere Tür ist quasi so unser Sorgenkind, weil erstens mal, sie schwingt nicht. Also da ist jetzt gar kein Türstopp oder so, die Tür ist komplett frei und irgendwas blockiert da. Aber ja, nicht so tragisch, es ist nur eine linke hintere Tür. Und aber eben trotzdem, es fehlen Stücke, es geht schwergängig und das Fenster wird das Plexiglas sein, das kleine da. Also ja. Ja, dann da hinten eben auch, sieht man von oben, es ist wirklich schön alles gründlich und mit viel Liebe behandelt worden. Auch da unten. Es ist nicht neu, also ich am Video schaue das jetzt irgendwie viel schöner aus. Es ist kein neuer Defender, aber es ist auf jeden Fall eine deutlich lebensverlängernde Maßnahme, was wir da gemacht haben. Dann eben auch hier im Boden, dann eben auch hier im Fahrerfußraum, das war wirklich ein großes Rostloch. Da hat Didi uns geholfen, es zuzuschweißen und das haben wir jetzt eben schön mit Sikkaflex abgedichtet. Dann haben wir beide Spurstangenköpfe links und rechts getauscht und die Spur nach altbewährtem Mittel neu eingestellt. Dann haben wir durch Zufall eine neue Stoßstange bekommen, weil unsere alte war etwas gammelig. Das sind übrigens die Seitenschwellerleisten. Ja, die alte war gammelig, man hat schon durchgesehen. Da sieht man das Licht und unten war es auch sehr rostig. Und wir wollten sie eigentlich eben bearbeiten und restaurieren, unter Anführungszeichen. Aber dann haben wir wirklich für eine Spende eine neue Stoßstange, sogar mit schwarzem Riffelblech auf den Trittflächen bekommen. Da hatten wir echt Glück, danke nochmal. Und ja, sonst... Und sonst ist der Unterboden halt echt wirklich schön benannt. Ja, und übrigens, wir haben uns entschieden, die Sitzbank rauszugeben und uns für einen, ich würde nicht sagen klassischen Ausbau zu entscheiden, aber einen konventionelleren wahrscheinlich. Weil wir doch andere Bedürfnisse haben, als wo wir jetzt in Europa unterwegs waren. Und ja, seid gespannt, aber die Sitzbank kommt raus. Hier die Halterungen sind schon endgültig abgeschraubt und da in der Ecke steht sie. War eine tolle Zeit, liebe Sitzbank. Da in der Ecke stehen übrigens auch ganz viele andere Sachen. Das Bodenblech, ein Sitz, ein Beifahrersitz, die Glasscheibe von der anderen Scheibe. Hinten eine Türverkleidung. Da ist eben der Tank, Türmatten, Highlift, Tankschutzblech. Jo, Ersatzreifen, andere zwei Vorderreifen. Gummisachen von der Innenverkleidung und das ist eine Kiste mit rostigem alten Zeug. Also wirklich alles, was da drinnen ist, wurde durch neues Zeug ersetzt. Und ja, es ist eine unglaublich tolle Zeit, die wir da haben. Ich meine, es ist oft kalt, der nur mit kaltem Metall zu tun hat, weil alle Werkzeuge, alle Schrauben, alles, was du angreifst, hat halt 3 Grad. Man hat nicht viel Tageslicht, wenn man die ganze Zeit in der Halle ist, aber es macht wirklich Spaß. Also das, auch was wir gelernt haben, dadurch, dass wir halt quasi jeden verstecktesten Winkel entrostet haben, weiß ich halt jetzt auch, wo alle Bauteile sind, wie es quasi, nicht nur wie es funktioniert, weil in der Theorie wusste ich es halt auch schon vorher, aber einfach, dass man weiß, wo es ist und wie der Diesel verläuft durchs Fahrzeug und so, das ist echt voll interessant gewesen.
Und eben auch dadurch, dass wir so viele Reparaturen selbst gemacht haben, das Getriebe zum Beispiel haben wir komplett selbst wieder eingebaut. Das ist schon echt ein unglaublicher Erfahrungsgewinn. Und natürlich nicht zuletzt dem Didi geschuldet, den wir immer fragen konnten, wenn wir irgendwelche Fragen hatten. Und vor allem dieser unglaublich guten Werkstattausrüstung. In der Anleitung steht halt Punkt 1, schrauben Sie diese 4 Schrauben raus. Und dann verbringst du halt mal 4 Stunden, diese unzugänglichen Schrauben da irgendwie rauszuoperieren, abzuflexen oder whatever. Zu Hause hätten wir halt dann, okay, die Schraube ist verrostet, ja, man kann halt dies versuchen, das versuchen, aber es ist nicht sicher, dass man irgendeine Lösung findet. Und da ist es halt wirklich super, dass wenn man eben diese Herausforderung hat, dass man dann einfach in Lade 4 geht und sich eine größere Wasserpumpenzange holt. Schnapp, schnapp. Und so halt das Ganze immer irgendwie gelöst bekommt. Oft hat es auch wehgetan. Ich habe gerade hier eine Wunde und der Daumen ist ein bisschen geprellt und von vorne habe ich mir irgendein Metallteil reingestoßen. Es war unangenehm. Deswegen auch heute dieses Update-Video. Ja, sonst halten wir unsere Patrons immer am Laufenden von dem aktuellen Fortschritt, wie es so weitergeht. Und wir freuen uns echt, dass das, obwohl wir jetzt einen Monat wirklich gar nichts von uns hören haben lassen, kommen trotzdem immer wieder Patrons dazu und das ist echt cool. Und auch so ein Fun-Fact, wenn uns die Leute immer wieder fragen, halt, wie viel wir quasi verdienen, dann ist es halt so lustig, weil ja, okay, wir haben jetzt 70 Patrons, wir haben, ich glaube, $120 pro Video. Aber das Ganze hat erst angefangen, wo wir im Oktober aufgehört haben, regelmäßig Videos zu machen. Und das heißt, wurden uns quasi ja noch nie ausgezahlt, weil halt für diese Update-Videos und wünscht euch einen Kalender und sowas haben wir das natürlich nicht gecharged. Aber es ist halt so witzig, weil es geht erst bergauf, seitdem wir aufgehört haben, Videos zu machen. Wir sind schon wirklich ganz kribbelig, dass wir wieder unterwegs sein können. Und ja, es zahlt sich halt. Natürlich, alles dauert länger, als man glaubt. Es wird auch noch sicher ein bisschen dauern. Natürlich ist in meinem Kopf ist es so alles klar, ja, das muss nur noch das gemacht werden nach der Reihe. Und dann ist es ja eigentlich schon fertig. Aber ja, das dauert halt alles ziemlich seine Zeit. Aber ja, also das läuft eigentlich ganz gut bis jetzt. Ja, das war's fürs kurze Update. Und ich sage Servus und Baba. Bis bald.